Hallo und herzlich willkommen bei Red Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hoste Castle Fantasy Kingdom. Viel Spaß! So Leute. Ich habe gerade das Video schon mal aufgezeichnet, allerdings hat mein Rechner es irgendwie nicht gespeichert. So ein Mist. Jetzt muss ich mal von neu anfangen. Also, die Quest kann ich nicht mehr abholen. Die ist schon abgeholt. Die Dailies habe ich auch schon fertig gemacht. Das heißt, ich kann jetzt nur so ein bisschen rumspielen. Ich war hier jetzt noch gerade an der Burg bei gewesen, um zu schauen, wie das hier geht. Scheiße. Taverne bauen. Na. Clanchef. Profil. Hinzufügen. Besuchen, Burg kämpfen, so warm. Ach Mensch, ist ja ekelig, so warm. Laden, verbessern, Stadtteil 3. Okay, also erste Stadtteile verbessern. Da brauche ich 80 solche investieren. Wo kriege ich die 80 Punkte her? Das geht erst mit Level 3. Das geht erst mit Level 3. Clankrieg, das geht, wenn 5 Leute online sind. Der Laden. Der Laden. Also natürlich Sachen kaufen. Normal in einen Laden, würde ich sagen. Haben wir hier das noch? Queste? Oh, dann kann ich ja doch die Halle ein aufwerten. Zack. Das hier ist immer noch Level 1. Wow. Ich brauche 22.000 von den Dinger. Alter Verwalter. Und das sind immer die Queste, die ich machen muss. Du nimmst teil. Besiege zwei Spieler in der Arena, die über mehr Stärke als du selbst verfügt. Das ist schwer. Das ist aber ganz schwer. Stadtteil 3, Stadtteil 3. Stadtteil 2. Einen Angriff habe ich vorhin schon mal gemacht. Dann mache ich den Angriff jetzt auch. Und einmal beschießen wir ihn, baff. Das war's. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nur was zuschauen. Boah, der wäre fast down gewesen. 400 Leben hat er noch gehabt. Ist das nicht ärgerlich oder ist das ärgerlich? Na gut.
Ich bin auf Platz 4. Noch. Ja, und bauen sie noch. Ja. Dann gehen wir mal auf der Karte und hier unten in der Arena rein. Die haben wir gerade schon zweimal gespielt. Dann werden wir sie jetzt auch noch mal einmal spielen. Ich greife einfach irgendeinen an. Ich denke sowieso, ich bin wieder der Stärkste von den ganzen da. Zack, zack, zack. 30 Punkte. Zu spät gedrückt. Ich bin zu langsam. Mir fehlt noch Nika und Jaka. Ach ja. Ich bin immer noch ganz oben. Kann man gegen den letzten jetzt. Irgendwann muss mich ja einer überholen. Okay, Doki. Immer noch keiner? Da, der hat mich überholt. Der hat mich überholt. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Zwei Leute haben mich überholt. Der hat noch nicht gekämpft. Los, oh, greif an. Er hat mich nicht überholt. Also zwei Leute. Ich muss mir den Schwächeren von den beiden aussuchen. Der ist 38 stark und der ist 46. Dann kämpfen wir erstmal gegen den 38er. Ja, so machen wir das. Hat fast so viel Leben wie ich. Okay, er hat ja auch zwei Tanks. Damit bestimmt wieder eins. Neunundneunzig, ganz knapp. Ich muss jetzt wieder gegen einen Schwachen kämpfen, damit mich einer wieder überholt und ich den am Ende nochmal BAM! Plätten tun. Du denn? Ich denke mal, der hier wird das sein. So, der vorletzte Kampf. Wenn der zweite und dritte schlau wären, würden sie einen Schwachen angreifen. Ah, damit sie mich nicht überholen. Also, der hat mich auch nicht überholt. Das ist gut. Ah, für ihn ist gut, für mich schlecht. Wenn der jetzt einen angreift, der vor ihnen steht, könnte er vor mir rutschen. Ne, hat er auch nicht gemacht. Also werde ich schon mal nicht erst da werden. Es kommt noch der hier, aber der müsste gegen mich kämpfen, damit er vor mir kommt. Und ich glaube, das wird er nicht machen.
Schade. Bin ich immer noch Erster. Und damit können die mich jetzt einholen. Ich kann nur 30 Punkte holen und die können 45 Punkte holen. Tja, damit bin ich nicht mehr Erster. Das ist der Nachteil, wenn man der Stärkste ist. Da musst du gucken, wie die anderen spielen. Als Zweitstärkster hast du auch schlechte Karten. Hast genau das gleiche Problem. Als Drittstärkster kannst du gut spielen. Oh. Aber ich habe gewonnen. Er muss noch kämpfen. L, mal wieder L. Spiel. Dann haben wir das auch fertig. Die Ratte verscheuchen. Neue Arena. Achso, ich bin Arena-Champion. Ich bin ein Champion. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir noch einmal auf die Karte rauf, gehen hier rein und suchen nochmal einen PvP-Gegner für uns. Der sieht doch schön gut aus. Hinzufügen. Nutzen. Nutzen. Und dann die beiden wieder fertigen. Fertigen. Zurück. Fertig. Sperren. Arthur. Tut mir leid, ich muss dich angreifen. Oh, der ist stark. Aber ich bin stärker. Gut, dann war das ein kurzes Video. Oh, Wiederholung wollte ich gar nicht machen. Egal. Gut, dann würde ich sagen, das war ein kurzes Video. Ich gehe nochmal zurück zur Hauptbasis. Zum Mech, soweit es geht. Weiter geht's nicht. Alles einsammeln. Und Switch off. Bestätigen. Dann sage ich Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.